Peter Schulze hat mir als Ersten mitgeteilt, dass er die Fields-Medaille bekommen hat. Damit fiel mir in gewissem Sinne natürlich ein Stein vom Herzen, aber andererseits war es keineswegs unerwartet. Wir haben schon lange über die Fields-Medaille gesprochen und ich habe auch schon seit Jahren ihm gesagt, dass was ich tatsächlich entscheidend finde, ist für einen Wissenschaftler eine lange und erfolgreiche Karriere zu haben. Und ich denke, dass ihm die Fields-Medaille dabei helfen wird, dieses Projekt umso besser zu realisieren. Peter Schulze war ja an dem Heinrich-Hertz-Gymnasium in Berlin und hat schon im sehr jungen Alter, als der Mathematiklehrer ihm gesagt hat, dass er ihm eigentlich nichts weiter beibringen könne, Vorlesungen an der Humboldt-Universität belegt. Und auch das hat ihn irgendwie nicht die ganze Zeit über beschäftigt. Und daraufhin hat die Schule versucht, einen Betreuer für ihn zu finden. Und das war Klaus Altmann von der Freien Universität Berlin, der auch selbst Schüler an dieser Schule gewesen war. Und er hat ihn in die grothendieckische algebraische Geometrie eingeführt. Und als Schulze sich dem Abitur näherte, hat ihm Klaus Altmann geraten, zu mir nach Bonn zu gehen. Der Hintergrund ist, dass ich selber auch von dieser Schule stamme und 20 Jahre vorher den Klaus Altmann betreut hatte. Hinzu kam natürlich, dass auch die mathematischen Neigungen von Peter Schulze in meine Richtung gingen. Und das hat sich ja auch in meiner Einschätzung traumhaft verwirklicht, denn er hat ja die Theorien, die ich aufgebaut habe, in wesentlicher Weise vorangetrieben. Zuerst kennengelernt habe ich ihn über den Kontakt von Kollegen Heubrechts, denn er ist auch Absolvent dieser Schule. Und wir haben ein anfängliches, also Heubrechts und ich haben ein anfängliches Interview mit Schulze durchgeführt, in dem bestimmt werden sollte, ob es sich hier nicht irgendwie um einen Scharlatan oder was handelt. Und es handelte sich nicht um einen Scharlatan, sondern ich war sehr beeindruckt von der Tiefe des Wissens, das dieser 18-jährige Junge schon hatte. Und dann gab es Diskussionen, wie man das vom Bürokratischen her abwickeln konnte, damit er hier Masterstudent wird, aber nicht wie alle anderen behandelt wird. Und man hat sich geeinigt, dass er die Hälfte aller Credit Points erlassen bekommt. Dafür haben wir eine Prüfung durchgeführt, eine sehr scharfe Prüfung, muss ich sagen, in der der Schulze auch nicht alle Fragen völlig zufriedenstellend beantwortet hat. Aber dann hat er ja den Bachelor, glaube ich, in einem Jahr gemacht mit einer ausgezeichneten Bachelorarbeit. Und die ist dann gemündet in die Masterarbeit im Jahre 2010. Die ist auch veröffentlicht. Und aus dieser Masterarbeit ist dann sein neuer Beweis der lokalen Längenvermutung entstanden. Und damit ist seine Karriere international auf die Schienen gesetzt worden. Und innerhalb von anderthalb Jahren hat er dann promoviert bei mir, allerdings mit einem Thema, das ich ihm ja gar nicht gestellt hatte, sondern das er sich selbst ausgesucht hat. Und damit wurde er Anfang 2012 promoviert und im Herbst desselben Jahres wurde er voller Professor hier in Bonn und damit der jüngste Professor in der Bundesrepublik. Gut, erstens mal hat er, was andere vielleicht auch haben, aber nicht in diesem Maße, hat er das Mathematikgehen. Er ist eben meines Erachtens gesegnet mit einem geradezu fantastischen Talent. Er kann innerhalb kürzester Zeit die Tiefe einer Fragestellung erfassen. Er findet innerhalb kurzer Zeit einen Lösungszugang. Natürlich, auch er hat Probleme, die er nicht lösen kann. Deshalb glaube ich auch, Überheblichkeit ist bei Mathematikern einfach nicht vorhanden, weil sie ja ständig praktisch auf ihre Unzulänglichkeiten hingewiesen werden durch die Probleme selbst. Was bei ihm bemerkenswert ist, finde ich, wie schnell er eine Anregung aufgreifen kann. Also zum Beispiel bei diesem ersten Interview habe ich ihn gefragt, wie er sich denn das vorstellt, wenn er nach Bonn kommt.
Und da hat er gesagt, wenn er nach Bonn kommt, dann möchte er in die mathematische Forschung einsteigen. Und ich habe ihm geantwortet, nein, wenn er nach Bonn kommt, dann müsse er erstmal substanzielle Mathematik lernen. Und das Gespräch ging dann irgendwie weiter. Und als wir zum zweiten Mal auf diesen Punkt zurückkamen, dann hat er gesagt, naja, wenn ich dann nach Bonn komme und diese substanzielle Mathematik lerne, mit anderen Worten, er hatte das schon akzeptiert und in seine Lebensplanung eingebaut. Das finde ich eine ganz typische Eigenschaft für ihn, dass er auf eine Sache eingehen kann und äußerst flexibel ist und nicht starr irgendwas dort verfolgt. Ja. Eine andere Sache, die ich bei ihm auch bemerkenswert finde, ist, dass er, soweit ich sehen kann, weitgehend konfliktfrei ist. Er streitet sich nicht und er beharrt nicht auf irgendwelchen Sachen, obgleich er sicherlich auch im Innern, auch in der Mathematik, hat er seine Prinzipien, von denen er nicht abgehen wird. Ja. Scholze hat ja die Problemstellung, die ich sozusagen auf die Schiene gesetzt habe, die haben ihn in maßhaltiger Form ja beeinflusst, aber er hat die auf eine ganz, mit seiner Theorie der perfektoiden Räume, hat er sie auf eine neue Stufe gesetzt. Und mit Hilfe dieser neuen Mittel hat er einige meiner Vermutungen beweisen können. Diese Beweise, die kann ich schon nachvollziehen, aber ich muss gestehen, ich selber wäre nie drauf gekommen, weil diese Mittel, die sind eben nicht auf meinem Mist gewachsen und ich habe nicht genügend Vertrautheit damit, um selber dabei schöpferisch tätig zu werden. Inzwischen ist es natürlich so, dass grundsätzlich gesprochen die Lehrer-Schüler-Rolle sich in einem gewissen Sinne umgekehrt hat. Natürlich, ich habe weit mehr Lebenserfahrung als er, also auch im mathematischen Leben. Aber was die mathematischen Fragestellungen betrifft, da passiert das immer häufiger, dass ich ihn frage und nicht umgekehrt. Und ich glaube, dass das auch was ganz Natürliches ist in unserer Wissenschaft, dass diese neuen Methoden, diese neuen Einsichten, die bringen auch Leute hervor, die eben die Mathematik anführen. Und diese Rolle, die wird er auch übernehmen. Auch im Allgemeinen wird er die übernehmen. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch anderen Leuten. Ja, ich glaube, dass Bonn auf diese Weise eine ganze Ecke attraktiver geworden ist. Man sieht es ja, dass jüngere Leute hier herkommen, um den Scholze zu konsultieren. Es ist auch so, dass in dem Seminar, dieses Seminar, was, mit dem ich ja angefangen habe, das Argos, also Arithmetische Geometrie Oberseminar, das habe ich ja schon zu einer Institution gemacht, die weltbekannt ist. Aber dadurch, dass der Scholze, der ist natürlich weit berühmter als ich, ja, dadurch ist dieser Begriff weit bekannter geworden. Schon allein deshalb, weil ja seine Arbeiten häufig hier im Oberseminar sozusagen ausgetestet werden. Also es ist ja so, dass wir, sagen wir mal, eine neue Arbeit von ihm als Thema wählen und dann schreibt er sozusagen für die Vortragenden ein Skript. Das muss man sich so vorstellen wie Mozart mit Don Giovanni. Die Ouvertüre hat er noch am Nachmittag des Aufführungsabends fertiggestellt und das soll wohl geklungen haben wie Katzenmusik. So etwa ist es manchmal auch bei uns im Oberseminar, weil das Manuskript manchmal zu spät kommt. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig aufregende Sache und es wird auch in der Welt wahrgenommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch später zur Fields-Medaille. Auch wenn es ja erwartet worden war, ist es ja eine freudige Überraschung. Aber ich erinnere ihn daran, dass ich schon im Jahre 2008 haben wir schon über solche Sachen gesprochen und meine Meinung da hat sich nicht geändert. Das wirklich Entscheidende ist eben die lange erfolgreiche wissenschaftliche Karriere und der Einfluss auf die Mathematik von morgen. Und da bin ich eigentlich der Meinung, dass er auf dem allerbesten Wege ist und da wünsche ich ihm auch viel Erfolg.